Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem wir mal wieder was ausnahmsweise mal zur Abwechslung was auseinanderschrauben. Kurz vorab, ich bin Ende des Monats, also kurz spickeln, 25. bis 27. Mai auf der Maker Faire in Berlin. Da könnt ihr mich besuchen. Im Discord, Link zum Discord unten, gibt es einen Gutscheincode, da kriegt ihr das Tagesticket, ich glaube, für 9 € statt 15 € so plus minus. Also einfach mal ins Discord schauen, da ist die Nachricht bei der Lobby angepinnt. Und das Wochenende drauf, 5. Juni oder was das dann wäre, also das erste Juni-Wochenende, bin ich auf der Maker Faire am Bodensee. Da können mich die Leute aus dem Süden besuchen, die für die Berlin halt zu weit ist. Genau, es wird dort gelötet, ihr könnt die Roboter löten, ihr könnt mit mir ratschen. Und ansonsten gibt es dort viele Dinge zu sehen, denke ich mal. Hingehen lohnt sich. Was bauen wir auseinander? Ich habe hier ein Netzteil, da steht 65 Watt drauf auf dieser Seite und auf der Rückseite steht irgendwo Lenovo. Ich habe mir ein T480S gegönnt und nach 3 Wochen war das Netzteil kaputt. Also ich habe es an die Steckdose eingesteckt, das Ding hat Puff gemacht, die Sicherung ist geflogen, also die Haussicherung ist geflogen, es hat gestunken und es war kaputt. Wir schrauben es heute mal auf. Wir schauen mal, was in so einem heutigen Computer-Laptop-Netzteil drin ist. 65 Watt, ist relativ klein, relativ leicht. Schauen mal, was drin ist. Hoffentlich ist es nicht komplett vergossen. Und vorab noch einen großen Daumen nach oben für den Lenovo-Support. Ich habe Montag angerufen und am Dienstag früh war dann schon, Dienstagmittag, war dann schon das neue Netzteil da. Von dem her Daumen nach oben. So, dann schauen wir mal rein. Das Gute an Dingen, die schon kaputt sind, ist, dass man nicht aufpassen muss beim Öffnen und so, weil kaputt ist es ja schon. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier die Folie abmachen. Okay. Keine Schrauben, keinerlei Schrauben. Ich schätze mal schon, dass das einfach verklebt ist. So wie es aussieht, kommt man da gar nicht großartig rein. Außer wir nehmen ein Spezialwerkzeug, das ich zufällig zur Verfügung habe. So, der geliebte Dremel hat ja sogar eine Scheibe dabei für PVC. Ich definiere das Material jetzt hier einfach mal als PVC. Und der hat hier so einen komischen Halter, da muss man da irgendwo drücken. Ich check das vom einen aufs andere mal nicht, wie der funktioniert. So, dann rastet es hier ein. Dann kann man das hier montieren. Sicherheit ganz oben, natürlich mit Schutzbrille arbeiten bei der ganzen Geschichte. Und hätte ich jetzt gesagt, schneide ich einfach mal hier rundherum auf. Und dann sehen wir ja, ob da was passiert oder nicht. So, man sieht jetzt hier schon irgendwie so Metall rausgucken. Das ist irgendwie komisch. Behaupte ich mal. Es scheint wirklich sehr, sehr gut vergossen und so zu sein, aber wie man erkennen kann, der Deckel geht ab. Also, ich bin auf dem richtigen Weg, ich schneide also weiter. So, mein Arbeitsplatz ist richtig schön versaut. Dann geht der Deckel jetzt bestimmt ganz leicht ab. Tatsächlich. Also der ist auf jeden Fall definitiv verklebt. Unzerstörbar verklebt. De facto. Und hier auch nochmal. Also das Ding ist schon gut gebaut. Dass es überhaupt kaputt gehen kann, so krass wie das gebaut ist. So. Nur noch gucken, dass wir diese Kabelhalterung rauskriegen. Die ist auch da unten relativ gut drin. So, jetzt gibt sie nach. Ganz nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Und auch die Buchse scheint hier relativ gut drin zu sein. Müssen wir so rausschieben. Und nach oben weg. Soweit, so gut. Oh, jetzt habe ich eine Brandblase auch noch. Im Netzteil drin selber steht auch ein bisschen Text. Techin, Lenne, Lotte, Cavestro, Macrolon, Ruide, steht ein Haufen Zeug drin.
Und auch auf dem Deckel steht nochmal Haufen drauf. Ich glaube, der Pfeil geht dahin, wo welches Material verwendet wurde. Also Trinseo, Celex, Polycarbonat, irgendwas. Und da oben wahrscheinlich irgendwo 18. Irgendwo das Datum vielleicht. So, das Teil selber ist komplett geschirmt. Das wahrscheinlich takten die verdammt hoch mittlerweile, die Netzteile. Da muss man da schon auf die Schirmung achten. Guck mal, ob wir den hier abkriegen, den Schirm. Oh je, ich sehe Böses. Ich sehe Böses. Der Schirm ist hier auf jeden Fall verlötet. Hier, an der Stelle. Und an der Stelle auch. Jetzt werden wir mal schnell entlöten, das Ganze. Damit wir den Schirm abkriegen, der immer noch tausendfach geklebt ist. Oh! Sehr ästhetisch. Ein sehr ästhetisch gehaltenes Netzteil. Sowas gefällt mir. Hier ein Gummi, hier ein Wärmeleitgummi. Hier nochmal ein Wärmeleitgummi wahrscheinlich. Also mir gefällt diese ästhetische Verarbeitung hier. Diese leicht geschwungenen Bauteile hier, diese stromlinienförmig angeordneten Widerstände, absolut genial. Und diese Vergussmasse gefällt mir nicht, aber die geht ab. Die kriegen wir ab. Das ist schon mal gut. Ist eine der gutmütigeren Vergussmassen wieder. Ich kann es gleich nachher nochmal probieren, dass ich sie heiß mache. Vielleicht bröckelt sie dann ab, wie beim. Ich weiß nicht mehr, was ich auseinandergebaut habe. Da ist ja bei einem richtig abgebröckelt, nachdem man sie heiß gemacht hat. Aber die geht so auch schon relativ gut ab. Aber da unten ist nichts Spannendes. Das Spannende da oben auch komplett ekelerregend vergossen. So, gefüllte 20 Kubikmeter Vergussmasse später haben wir doch tatsächlich das Netzteil hier offen. Wir kommen hier vorne rein bei 230 Volt, also 110 bis 230 Volt, das kann ja mehrere Spannungsbereiche ab. Man sieht hier was Schönes in Platine, ich hoffe, man kann das erkennen. Das Teil hier, diese zwei Spitzen, sind quasi eine Überspannungsschutzeinrichtung. Man könnte jetzt ein Bauteil verbauen, das vielleicht hier drin sein könnte, R7. Zwei Klebepunkte sind drauf. Ich hoffe, ich habe das nicht abgerissen mit der, aber ich glaube nicht. Da, wenn da quasi Überspannungen auftauchen, dann kriegt man hier dazwischen so einen kleinen Blitz, der dann da entsprechend die Überspannung wegnimmt. So, hier haben wir ein bisschen Diodenschaltung, Gleichrichtergeschichte. Und auf der Oberseite haben wir hier einen Kondensator, wie immer. Das Übliche, so ein Kondensator vorneweg. Das Teil hier müsste auch ein Kondensator sein, glaube ich mal. Nee. Das Teil hier ist eine Sicherung. Die hätte durchbrennen müssen. Dafür wäre die drin, damit die Haussicherung nicht geflogen ist. Ich messe die dann gleich mal durch, warum das so wäre, trotzdem war. Das da oben wird ein Brückengleichrichter sein. Hier vier Anschlüsse. Brückengleichrichter gegen Kühlblech. Hier hinten haben wir ein FET, denke ich mal, oder Triac entsprechend, irgendwas zum Zerhacken. Hier einen richtig dicken, dicken Kondensator. 420 Volt kann der ab. 120 Mikrofarad. Hier der Trafo, der dann entsprechend hier die galvanische Trennung vollstreckt. Hier der Rückkopplungszweig, dieses Bauteil, der wahrscheinlich Feedback gibt, ob das Netzteil hinten richtig funktioniert. Plus hier nochmal wahrscheinlich über diese vielen Widerstände müssen so viele sein, dass man die Schutzabstände hinkriegt. Gehe ich mal von aus, das wird der Feedback-Zweig sein, damit man weiß, ob die Spannung hinten auch die richtige ist und hier vorne entsprechend eingreifen kann. Es sieht alles gut aus, also das hier unten sieht gut aus. Also ich finde, es sieht sogar richtig gut aus, weil mir gefallen diese schiefen Bauteile. Ich finde diese schiefen Bauteile total cool. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es sieht alles total gut aus, nichts irgendwie verkokelt, verschmort, sonstiges. Hier die Ausgangstransistoren. Hier haben wir noch mal eine kleine Platine. Ups, ja, das war's dann jetzt mit dem. Dann können wir auch gleich lesen, was das für einer ist.
Magna-Chip, kann man das lesen, ja? Magna-Chip MDP 1922. Wenn ich was finde in der Videobeschreibung. Hier eine eigene Platine mit einem Welttrend-IC drauf. Welttrend WT6632F. Wenn ich was finde in der Beschreibung. Was aber verkokelt und kaputt ist, ist dieses Bauteil hier und dieser Widerstand. Ich glaube, es ist ein Widerstand. Es fehlt sogar ein ganzes Stück aus diesem Widerstand raus. Wahrscheinlich wird das so ein Überlast, Überstrom irgendwas sein. Ich weiß es nicht, wofür er drin ist. Ich gebe auch mal ganz stark drauf, es ist ein Widerstand und keine Spule. Könnte auch eine Spule sein in dem Gehäuse. Und hier, das wird wahrscheinlich ein Varistor sein, der Überspannungen wegnimmt. Und in dem Fall hat es dann quasi diesen, gehe ich mal von Ausschutzwiderstand vom Varistor, hat es einfach gegrillt. Hier ist irgendwas übergeschlagen über die entsprechende Schutzabstände und so. Und den hat es gegrillt. Interessant, nicht hier vorne bei 230. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass den Eingangskondensator das so zerlegt hat, aber nee. Es hat hier hinten einen Widerstand zerlegt. Ja, das war es dann auch schon mit dem Netzteil. Ich finde es schade, dass es kaputt ist, aber ich finde es cool, dass ich schon wieder Neues habe. Von dem her, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Vergesst den Daumen nach oben nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao.